Arktos. Servus. Arktos. Willkommen bei einem neuen Part von Pokémon Gelb. Ihr seht, wir fangen Arktos. Ich hoffe nur, dass Arktos eine Elektroattacke von Pikachu überleben wird. Bin ich dann. Bin ich aggro. Dieser Schnabel ist nicht sehr effektiv. So, es wäre noch super, wenn es paralysiert werden würde. Was leider jetzt nicht ist. Lol. Na, tschüss Pikachu. Husten, husten, husten. Das Pikachu hat, das Arktos hat mich erkältet. Ja, ich weiß, man sollte kein Pflanzen-Pokémon gegen ein Wasser... gegen ein Eisflug einsetzen, aber... Rasierblatt ist die einzige Attacke, die nicht tötet. Nicht sehr effektiv. Volltreffer. Schaffst du es noch einmal? Survive! Please! Yes! Nicht diese Attacke ging daneben. Es wollte Gott mich verspotten. Relax du. Na geil, dann lassen wir es eben mal so geschwächt. Und fangen jetzt an, die Bälle zu schmeißen. Ah, Balzo hatte recht, wir haben doch 46 Hyperbälle gehabt. Lol. Okay, dann Hyperball. Okay, dann eben nochmal. Uiuiui. Uiuiui. Ah, scheiße. Arktos ist schneller als Relaxo, deswegen... Ja, muss ich es leider töten lassen. Wir haben ja einen Top-Genesung zum Glück. Aber lassen wir... Ja, Glurak wäre eigentlich auch nicht so falsch. Wobei doch, Glurak in... Eis gegen Feuerflug ist ja normal, ne? Ja, okay, wir müssen Relaxo wieder beleben. Denn Relaxo ist der Einzige, der es aushält gegen Arktos. Er hat meinen Glurak eiskalt besiegt, haha. Jetzt aber! Hyperball! Der geht jetzt aber! Hyperball! Na los! Das kann doch nicht so schwer sein! Jetzt kommt Erholung taktisch. Eine taktische Erholung. Kann eine Erholung taktisch sein? Ich weiß gar nicht. Okay, Zeit für eine neue Taktik. Du pennst erst einmal. Okay. Scheiße, ich wollte die Pokéblitzflöte wenden, aber ich hab, so blöd ich auch war, mich vertippt. Okay, dann eben, wo ist die Pokéflöte? Pokéflöte! Pokéflöte hier! Spüre den Klang der Pokéflöte. Und du wirst aufwachen. Auch wenn du so fett bist und 20 Kilo wiegst. Okay, 20 Kilo ist nicht fett, ne? Dann bin ich ja ein Oberfettsack, wenn 20 Kilo fett ist. Verlag, wie viel schwer ist Verlag eigentlich? 250, glaube ich. 250 Kilo. Überlebt! Sehr schön. Du hast zwar die Schlacht gewonnen, aber den Krieg wirst du vielleicht gewinnen. Eieiei. Jede andere Attacke würde Arktos töten. Jetzt aber! Jetzt bist du blöd, einen Ball zu schmeißen. Ständig verfehlen. Hyperball! Schau dir den Ball doch mal an. Schau ihn dir doch mal an, den Ball. Der ist schön eingerichtet. Deine Eltern sind da drin. Ja, in dem Ball warten deine leiblichen Eltern auf dich. Ich glaube, es funktioniert nicht so richtig. Na super. Welches haben wir denn noch? Dieser Floor, toll. Ich fresse einen Besen, wenn jetzt der Hyperball klappt.
Ja, okay, dann. Laden, laden, laden. Ohne zu verzagen, tue ich den Spielstand neu laden. Hahaha. Arktos. Ich hoffe nur, dass ihr mein Bild noch sieht. Wenn nicht, dann wäre das blöd. Hau mal einen Donner rein! Vielleicht klappt's ja, vielleicht aber auch nicht. Uiuiui, so viel abgezogen wie ein Donnerblitz vorhin. Tot! Hau auf zu flennen, nimm's wie ein Mann! Schwules Pikachu, ich... Es gibt nur eine Attacke, mit der ich immer glücklich war. Also, Relaxu. Also, Relaxu. Relaxu? Body Slam! Jetzt noch Paralyse dazu. Oh, schade. Jetzt kommt ein Schnabel, wirst du überleben. Ich glaube nicht an dich. Seufz. Totok. Ihr Blitz. Ja, Blitz. Ist ein bisschen riskant, Eisstrahl auch. Probieren wir es nochmal mit Hyperball. Scheiße. Nicht sehr effektiv. Zieht aber trotzdem sehr viel ab. Was zum Teufel? Hyperball. Schau dir den Ball doch mal an. Er ist ganz nett eingerichtet. Nur für dich. Jetzt geh rein. Ich hasse dich. Und du bist tot. Mein Totok, nein. Jetzt aber. Schau dir den Ball doch mal an. Er ist ganz warm. Er ist viel wärmer als die Umgebung, in dem du lebst. Was sehr effektiv ist, kann gar nicht sein. Volltreffer. Oh Gott. Jetzt aber. Ja! 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 Gotcha! Aber jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier raus? Nein, ich möchte Arktos keinen Spitznamen geben. Oh, okay. Das hätten wir. Alter Schwede! Oh Gott, was machen wir jetzt? Was machen wir? Jetzt haben wir ein Fluchtseil. Oi. Okay, ja, wir haben ein Fluchtseil, Gott sei Dank. So geschwächt haben wir unsere Pokémon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wird sich die Schwester verarscht vorkommen. Naja. Aber bei Zapdos war es auch so, da hat es die ersten Male gezickt. Und dann war es plötzlich drin. Komisch. Naja, hoffentlich ist es bei Lavados auch so. Ach ja, ich habe mir gar nicht den Pokédex-Eintrag vorgelesen. Moment. Arktos, Arktos, Arktos. Hier. Arktos, Eis. Größe 1,70 Meter. Kann man, ja, so groß bin ich ungefähr. Vielleicht ein bisschen größer. Gewicht 55,4 Kilogramm. Leichter als ich. Wenn Arktos durch die Lüfte schwebt, gefriert das Wasser in der Luft und es beginnt zu schneien. Ach schön. Nun gut. Dann müssen wir nochmal zur Seeschirminsel hin surfen. Da, 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 da. Es ist Macho Man Randy Savage! Level 5. Das lohnt sich nicht einmal. Da, da, da. Ich mag die Musik von diesem Boden. Oh Gott, das ist dafür, weil ich jetzt gerade so fake gefailt habe mit dem Singen. Was, Pikachu hat 112 KP? Respekt. Jetzt sehe ich sie erst. Hier, wir Are.
And now we go again in der Seeschauminsel. Super! Ich bin Batman! Ja gut, ist einigermaßen ein Gegner für Pikachu, aber ich bin mir schon sicher, dass Suksuki das schon schaffen wird. Yep, und ich hatte recht. Nun gut, hier ist ein Felsen. Wer stellt denn hier die Felsen immer so hin? Unglaublich, die müssen wir mal verräumen. Wo ist Galaxo hier? Eins, zwei, drei und vier. Ach komm, und husten! Oh, Level 36, das ist ein Gegner für Pikachu. Donner, Blitz. Ey, ich habe gestern gesagt, ich mache einen 3-4-Stunden-Part, mache ich jetzt aber doch nicht, weil ich schon eine Stunde lang Yu-Gi-Oh! Heute aufgenommen habe. Und das verbraucht natürlich Akku von meinem Headset. Ja. Ich muss mal ein anderes Headset kaufen, weil der Sound, das Mikro ist ein bisschen scheiße. Und ja, ich merke es ja auch, ich muss es immer wieder aufladen. Also ich kann nur begrenzt aufnehmen pro Tag, sagen wir es so. Donnerblitz! Auf Wiedersehen, Zubat. Wir werden dich nicht vermissen. Ja, relax du. Und Füßer! Das ist ganz schön nervig, ständig dieses Relax anzuwählen. Gut, ein Felsen hätten wir, fehlt nur noch ein anderer. Aber wo ist der? Das ist die Frage. Sorry für das ganze Gehuste. Krabi! Im Sommer wäre mir das nicht passiert. Dass ich dauernd husten muss. Ich meine, wer holt sich im Sommer eine Erkältung? Ich. Ich glaube, es geht hier lang. Ich kenne mich in den Seeschauminseln nicht wirklich gut aus, nur... Ja, sag mal so, ich kenne mich nur fast gut aus. Nicht perfekt kenne ich mich aus, nur fast perfekt. Ah, scheiße, ich bin gerade in die falsche Richtung gelaufen. So, hier ist ein verstecktes Item. Ein Goldnugget. Ich glaube, es geht hier lang, kann das sein? Ja, wir sind richtig. Krabi. Pika. Und Donnerblitz. Bam. Diesen Sprite von Pikachu, den könnte ich in Minecraft nachbauen. Was willst du, Zubat? Willst du Geld? Ich hab leider Geld, aber nicht für dich. Nervig diese Pokémon auch sind. Ich glaube, wir sind richtig, kann das sein? Yep, wir sind richtig, hier ist der zweite Felsen. Flegmon! Sehr schön, können wir fangen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass es den Ruxofieb überlebt. Wenn nicht, dann... Locker überlebt es. Okay, dann eben nochmal. Okay, das passt. Jetzt ein Hyperball und Flegmon ist zu 90% drin. 1, 2, 3, 4 und das Pokémon gehört mir. Größe 1,20 Meter. Gewicht 36 Kilogramm. So viel wie ein Zweitklässler, würde ich sagen. Dieses Pokémon ist unglaublich faul und träge. Es faulenzt und schläft den ganzen Tag lang. Ja, die Beschreibung wäre auch bei Relaxu passend. Nicht wahr, Relaxu? So, Relaxu, zeig, dass du kein fauler Sack bist und beweg mal diesen Felsen da ins Loch rein. Anstatt den ganzen Tag zu schlafen. Irgendwie zweideutig, aber okay.
Was, das Zubat hat nur Level 9, also sind wir in einer Höhle, die vor dem vorletzten Orden ist. Und da tauchen aber noch Level 9 Pokémon auf. Ich kann's nicht glauben. Naja. Krabi. Tut mir leid, mein Freund, aber wir haben dich schon. Deswegen, tschüss. Bam, bam. Felsen schieben, Stärke. Also gut, wir sind ja schon fast fertig. Jetzt hier noch den Felsen verschieben. Zack. Und wir können uns frei bewegen. Juhu. Jetzt kommen wir hier hin. Hier ist eine Treppe. Und hier ist eine Treppe, die führt zu einer anderen Treppe. Und hier ist eine Treppe, die führt wiederum zu einer anderen Treppe. Und hier ist eine Treppe, die führt zum Ausgang. Krabi! Unser Abschieds-Pokémon hier. Donnerblitz! Okay! Jetzt sind wir schließlich hier. Und surfen wieder auf Turtag. Und hier ist ein Trainer. Machst du auch gerade Urlaub? Nee, es ist Winter. Wo soll man da Urlaub machen können? Außer in Südafrika, aber es ist Afrika. Wir wollen afrikanische Urlaub machen. Österreich, Afrika, also Leute, die sich für Afrika interessieren, sagen es so. So, Donnerblitz. Keine Gegner für unser Pikachu. Und ich glaube, ich sollte mal wieder ein Thema ansprechen, irgendwie. Aber ich weiß nicht was. Ach, Casper Sky, lass mich doch in Ruhe. Du versaust mir mein Let's Play. Nein, ich habe kein Virus drauf. Das war ist nur eine abgelaufene Version. Also eine abgelaufene Lizenz. Die Lizenz ist abgelaufen. Wie findet ihr eigentlich solche, die Werbung auf YouTube bei manchen YouTubern? Ich finde es extrem nervig. Da spart man, das kostet einem wertvolle Lebenszeit. Und später, wenn man so 80, 90 oder falls man so alt wird oder 70 wird, wird man die Werbung hassen. Wobei ständig gemeint wird, man müsste Geld machen. Geld, Geld, Geld. Ist auch, wenn ich auf so einer Internetseite Yu-Gi-Oh! Videos anschauen kann, dann steht da auch manchmal, registrieren Sie sich, um dieses Video und endlich mal anschauen zu können oder sowas. Also da ist so eine begrenzte Zeit, wie man es anschauen kann, also das Video. Und dann muss man so eine halbe Stunde, nach einer Zeit eine halbe Stunde oder eine Stunde warten. Und dann kann man es erst wieder weiter anschauen. Also ich finde sowas scheiße. Oder wenn man sich was runterladen will, bestellen Sie sich unser Premium-Account, um die nervige Wartezeit zu überspringen. Oh, Kotz. Wer kauft denn sowas? Nur hirnamputierte Leute kaufen so einen Scheiß. Also falls es sowas steht, nicht kaufen. Da wartet's lieber und ihr kriegt es gratis. So. Das ist meine Meinung. Meine Vogel-Pokémon haben mich hierher getragen. Heute kostet ja alles Geld. Software kostet Geld. Spiele kosten Geld. Was kostet noch Geld? Pokémon kosten Geld. Ne, nicht die meisten. Ja doch, die kosten Pokébälle. Heutzutage kostet alles irgendwie etwas, und wenn es so ein bisschen Arbeit ist, naja. Und den Pikachu erreicht Level 48, jetzt haben wir unser Motto, dass Pikachu immer 5 Level mehr haben sollte, wieder aufrechterhalten. So, aber da wir momentan kein anderes Pokémon haben, doch wir hätten Turtok verwenden können, um die Vogel-Pokémon platt zu machen, aber egal. Gut, dann lassen wir mal Turtok einfach mal was machen. Oh ja, unsere Level sind gar nicht schlecht. Bisaflor 40, Turtok 43, Dicta zählt nicht, Relaxo 44, Glurak 40 und Pikachu 48. Kompliment! Ich trainiere nicht schlecht. Hä? Habe ich gerade nicht schlecht gesagt? Was heißt es dann?
Also sag mal so, ich trainiere nicht schlecht. Tschüss, Tauburger. Wir sehen uns irgendwann mal. Oh nein. Oh doch. Ah, die Route ist kleiner als ich dachte. Ich dachte, wir wären jetzt unabhängig von Trainern. Naja, aber meine Erwartungen waren wie immer zu hoch. Hier ist noch einer und hier ist noch einer. Oder eine. Ich bin von der Zenur-Insel her rübergeschwommen. Ich weiß es nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ja, eine Frau. Ein Goldini! Oh, das rechte Auge von Goldini sieht so übel aus, als wär's ein Dämon. Naja, Dämon Goldini ist nun tot. Ich glaube, ich sollte Pikachu mal wieder die Position wechseln, weil 48 ist okay. Gut, dann lassen wir Bisa Flor ran. Hat noch das niedrigste Level von unserem Team. Das sage ich nur Rasierblatt. So. Volltreffer. Die Attacke ist sehr effektiv, wie schön. Ich bin enttäuscht. Tja, dann trainier besser. Mein Freund hat mir eine große Perle geschenkt. Oi, die hat er wahrscheinlich irgendwo geklaut. Perle-Edition. Schönheit. Ach, Pikachu. Ja, was gibt's hier zu sagen? Muschas ist tot. ja, Muschas Austausch, oder? Das sind so Standard-Pokémon-Dinger. Erst die zwei Vorentwicklungen und dann eine Entwicklung. Rasierblatt. Ich sollte aber auf das Austausch aufpassen, weil Austausch ist Eis-Pokémon. Und Eis-Pokémon sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv. Oh mein Gott. Schade, dass dieser Flock kein Blättertanz kann. Oder Blättertanz, falls man mich nicht verstanden hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr versteht mich an meinem Let's Plays nicht, weil ich so undeutlich spreche. Lass die Finger von meiner Perle! Ich habe eine eigene Pearl-Edition. Auf der Zenobe-Insel findet sich ein Pokémon-Labor. Ah, okay. Auf der Zenobe-Insel werden wir übrigens nicht sofort hingehen. Wir erkunden erst noch danach die Route nach Alabastia noch. Also im nächsten Part noch die weitere Wasserrouten-Erkundung. Und dann gehen wir erst in die Zenobe-Insel. Aus dem Grund, weil die Level von unseren Pokémon dann ausgeglichen sind gegenüber des Arena-Leiters. Und mir fällt auf, ich habe mein Pikachu immer noch nicht gewechselt. Wann mache ich das endlich? In over 1000 Jahren vielleicht. Rasierblatt! Tod! Naja. Level 41 für Bisaflor. Warte! Okay, ich warte. Was willst du? Die Zenobe-Insel ist ein vulkanisches Eiland. Ei, du bist meine Eier. Okay. Oh Mann, was ist denn jetzt los? Was willst du? Habe ich dir irgendwas getan, dass du mich angreifst? Ach ja, genau, danke. Du willst mich darauf hinweisen, dass mein Pikachu dass ich mal die Position ändern soll. Danke, Tentacher. Gut, dann mach ich das einfach mal. Okay, das war's. Und hier ist die Zenobe-Insel. Hier kann man in der blauen und roten Edition Missing No fangen. Geht allerdings in der gelben, glaube ich, nicht. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Ja, aber gerne doch. Ich liebe es, wenn du mich vollquatscht und dein Gequatsche. Und wenn du dich nach links zu der Maschine drehst und dann einfach so 6 Punkte aufblinken. Ja, sowas mag ich, genau.
Und zwar muss man Missing Nutze bekommen, hier immer an diesem rechten Rand hin und her schwimmen, nach oben und unten. Okay, wie gesagt, gehen wir jetzt nicht sofort in die Zinnoberinsel und erkunden die Stadt, sondern machen weitere Wassertrainer. Wie diesen hier. Ach, genieße die Sonne und den Wind. Nun gut. Schwimmer, Schwimmer, Schwimmer. Quaputzi, Quaputzi, Quaputzi. Und wir haben Bisaflor jetzt an erster Stelle. Das heißt, wir können es jetzt super trainieren. Weil ja, Bisaflor ein Pflanzen-Pokémon ist. Unsere Laxo können wir dann in der Arena trainieren, weil es Erdbeben kann. Oder unser Turtok. Und in der nächsten, also in der letzten Arena, wo wir sind, können wir Bisaflor verwenden. War es nicht effektiv, denn Tache ist Wasser noch zusätzlich, also. Anscheinend zählt Gift hier doppelt. Naja. Hüde! Simon! Hört sich an wie ein Digimon. Mon ist ja die Abkürzung für Monster. Also Seemonster. Ups, ich habe verloren. Oder die anderen Digimons, die haben ja immer so einen Mon am Ende. Also heißen die immer Monster. Ich kenne jetzt gar keinen Digimon. Ich habe... wann habe ich letztens Digimon geschaut? 10, 12 Jahre? Keine Ahnung. Schon ewig her. Ja, wieder in hier ein Psycho-Wasser ist. Also, ja, Sterne des Psycho-Wasser. Psycho hat keine Auswirkungen auf Pflanzen, aber Wasser schon. Ach, so viele pure Wasser-Pokémon. Ich liebe es. Dann eben nochmal Rasierblatt. Verpassen dem Schillock eine neue Frisur. Sogar gratis Haarschnitt. Du solltest dich glücklich schätzen. Okay, ich schwimme hin und her, damit wir nicht alle, damit wir möglichst wenig Träne übersehen oder gar keine übersehen, das wäre natürlich das Beste. Ich habe alle meine Pokémon auf See gefangen. Alle? Das will ich sehen. Man hat er nur zwei Stück. Alle meine Pokémon, das ist also Plural, Pokémon. Alle meine Pokémon, also ja. Aber er hat nur eins, also. Starmie, ich muss aufpassen, Starmie ist Psycho-Pokémon. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es hier in dieser Generation so verstärkt aus dem Psychotyp ausgelegt ist. Ab der zweiten konnte es auch Psycho-Attacken. Aber in dieser Generation scheint es nicht der Fall zu sein. Okay. Kann auch Elektro-Attacken, Starmie. Kann man sich in sein Team reintun, ist ein gutes Pokémon. Und Level 42 für Bisaflor. Sehr schön. Oh wei, ich bin untergegangen. Ah ja, hier sind noch zwei Fettärsche. Leite mir Gesellschaft, bis etwas anbeißt. Pädophiler, leiste mir Gesellschaft, bevor etwas anbeißt. So, das ist die richtige Stimme. Golking. Versus. Bisaflor, beginn! Ah, ich glaube, wir brauchen gar keinen nächsten Wassererkundungspart. Ich glaube, ich mache diese Route noch in diesem Part. Weil ich gerade so viel Spaß habe. Jetzt kann ich nur hoffen, dass mein Headset nicht leer geht. Aber ich glaube schon... aber ich glaube nicht, dass es hier leer gehen wird, weil ich habe es schon gut aufgeladen. So, 2-3 Stunden habe ich es aufgeladen, das müsste schon hingehen. Und tschüss. Ort besiegt Angler. Naja, wenigstens ist etwas Zeit vergangen. Und hier ist noch einer. Wir machen mal kurz Pause. Ah, wisst ihr was? Ich beende den Part gleich. Dann bis zum nächsten Part. Servus.